Patricia. Guten Morgen, du wundervoller Mensch. Ich bin Patricia, ich bin Hula-Hoop-Trainerin und fühle dich Coach. Wir machen kurz eine kleine Runde Hula-Hoop. Schnapp dir gerne deinen Reifen. Wir machen uns ein klitzekleines bisschen warm. Und dann wird es eine Mischung aus On-Body-Training und Off-Body. Also Reifen, der um deine Taille kreist und der Reifen bleibt in der Hand. Und wir machen ein paar Übungen. Bevor wir aber starten, machen wir uns erst noch ein bisschen warm. Marschier gerne wie immer auf der Stelle. Genau. Beine dürfen ein bisschen höher. Sehr gut. Du kannst auch den Reifen mit dazu nehmen. Kannst aber auch einfach nur an der Seite festhalten. Und marschieren. Sehr gut. Variier mal ein bisschen deinen Schritt. Wenn du Musik auf den Ohren hast, ich habe die Hula 1 Playlist auf den Ohr. Just hold me, don't fix me. Okay, Reifen kümmert sich jetzt um die Taille. Kurz ein bisschen nach rechts, nach links kicken. Genau. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Nein, ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Hula-Hoop-Reifen in den Rücken. So, stell dich gerne in leichte Schrittposition. Ja, so. Wirf den Reifen ab und groove dich erstmal ein bisschen ein. Stell dich für dich bequem hin. Es kann auch hüftbreit sein. Dann ist es eher so eine Rechts-Links-Kickung. Kickung, ist das ein Wort? Eine Rechts-Links-Kickung. Naja. Oder du bewegst dich so vor und zurück. Kannst auch vorne den Fuß ein bisschen mitbewegen. Sehr gut. Wir machen noch ein bisschen, okay? Und dann wechseln wir in eine Off-Body-Übung. On-Body ist Reifen kreisen und Off-Body ist Reifen halten und irgendwas mit dem machen. Okay, bisschen noch. Bisschen noch. Noch einmal powern. Wuhu! Genau. Okay, und langsamer werden. Sehr gut. Einmal kurz schütteln. Einmal kurz Hose richten. Klamotte. Dann schüttelst du kurz. Und dann machen wir, Reifen geht nach vorn. Ein Bein geht nach vorn. Genau, siehst du das? Mach das in deinem Tempo. Ein Bein geht nach vorn. Und der Reifen geht nach vorn. Genau. Ich mag solche Übungen nicht so gerne, gestehe ich. Ich bewege lieber den Reifen um die Taille. Aber man kann auch mal Dinge machen, die einem nicht so viel Spaß machen. Und vielleicht machen sie dann doch irgendwann Spaß. Okay, noch 5, 4, 3, 2 und sehr gut. Reifen diesmal in die andere Richtung kreisen lassen, wenn es geht. Arme ein bisschen locker machen. Du kannst hier auch mitdrehen, wenn du das magst. Here I am, once again. Achso, das ist ein Anfängertraining. So, aber auch Anfänger können sich schon bewegen. Ich weiß das. Okay, puh. Bisschen den Reifen kreisen lassen. Dann machen wir noch eine Übung. Oder machen wir noch 2? Ich weiß nicht. Reifen kann auch mal runter auf den Popo wandern, wenn das schon geht. Wenn nicht, spiel ihn wieder hoch auf die Taille. Und ein Bein vor. Anderes Bein vor. Woo! Das wäre fast losgelaufen. Und noch ein bisschen. Ja? Here I am. Once again. Sehr gut. Okay. Und wir machen noch eine Übung. Okay. Der Reifen wieder stoppen. Diesmal geht der Reifen. Upsi. Du greifst ihn von oben. Oder von unten. Nee, von oben. Greif ihn von oben. Kurz locker machen. Wenn der Reifen hoch geht, bleibst du schmal. Wenn der Reifen runter geht, wirst du breit. Okay, ganz langsam. Wir müssen keinem irgendeine Rechenschaft ablegen.
Okay, die Übung habe ich mir anders vorgestellt. Nee, gefällt mir nicht. Komm, wir lassen den Reifen wieder kreisen, okay? Here I am, once again. Die Übung habe ich gestern irgendwo gesehen. Hab gedacht, ach ja, die wäre ganz cool, aber nee, sie packt, also nee, packt mich nicht. Lieber versuchen wir mal, die Beinchen wieder ein bisschen zu bewegen. Okay? Woo! Sehr gut. Okay, wir machen noch ein bisschen marschieren vielleicht. Ja? Wenn das noch nicht geht, halt den Reifen und marschier einfach. Genau. Ganz easy, ein bisschen marschieren. Woo! Oder du lässt den Reifen halt wieder kreisen. Und wir wechseln jetzt direkt nochmal in die andere Richtung. Entweder läufst du oder du bleibst einfach stehen. Okay? So. Richtig gut. Und dann würde ich sagen, Applaus für dich, Applaus für mich, dass wir hier gemeinsam kurz den Reifen haben kreisen lassen. Und zwar egal, ganz egal, was für Klamotten du gerade anhast. Nimm dir die Zeit für dich. Geh raus, geh einen Meter raus. Wenn du keinen Garten zur Verfügung hast, trau dich einfach mal raus an die frische Luft, in den Park oder in eine komplett andere Stadt. Probier es einfach mal aus. Hi, ich bin Patricia, ich bin Hula-Hoop-Trainerin und fühle dich Coach. Und wenn das hier nicht ausreichend für dich ist, wenn du gerne mehr Patricia brauchst, mehr Impulse brauchst, mehr Motivation brauchst, dann buche gerne ein Coaching bei mir. Ich blende hier wieder irgendwo meine E-Mail-Adresse ein. Egal ob für eine Firma oder für dich privat oder für eine Party, Hula Hoop passt überall hin, wenn du es dir vorstellen kannst. Wenn es in deinem Bauch bitzelt, wenn du daran denkst, dass ich bei dir vorbeikomme und wir gemeinsam den Reifen rocken, dann schreib mir einfach. Okay. Und dann würde ich sagen, dir hat gefallen, was wir hier machen. Daumen hoch da lassen, ein Abo da lassen und dann sehen wir uns im nächsten Hula Hoop Video. Dann sehen wir uns im nächsten Hula Hoop Video wieder. Ciao. Patricia.